Was geht ab, Freunde? Ich bin Spettim, das ist Canelo. Er ist 3 Jahre alt, ich bin 21 Jahre alt. Wir sind die größten Petfluencer in Deutschland. Jeder Hundebesitzer wird es verstehen oder jeder Tierbesitzer wird es verstehen. Er ist wie ein Sohn für mich. So, ich könnte nicht mehr atmen ohne ihn. So krass ist er mir ins Herz gewachsen. Und egal, wo ich bin, er ist überall mit dabei. In Kooperation mit dem Niederbayern Forum. In Persona. 1,8 Millionen. So viele Follower verfolgen Spettim und Canelo auf TikTok. Täglich werden auf dem Kanal kurze Videos geteilt. Vor allem Comedy-Inhalte sind es, die die Zuschauerinnen und Zuschauer unterhalten sollen. Spettim war nicht immer ein Hundefreund, ganz im Gegenteil. Für die Vierbeiner empfand er anfangs eher Ekel. Auf den Grund, warum er sich Canelo zugelegt hat, ist er nicht stolz. Heute würde er es so nicht mehr tun. Ich habe mir Canelo geholt, weil ich im Lockdown nach 22 Uhr rausgehen wollte. Und es war in der Corona-Zeit und da war ja Lockdown. Und man durfte ja nach 22 Uhr Gassi gehen mit dem Hund. Dann dachte ich mir, irgendwann muss ich machen, weil ich habe Corona-Strafen gezahlt, ganze Zeit Bußgeld bezahlt, weil ich immer nach 22 Uhr draußen war. Ja, und habe ich mir ihn geholt. Und ja, dann war er da nach 2 Tagen. Und ich wollte ihn erstmal abgeben. Also ich habe mir am selben Tag habe ich dann meinen Züchter geschrieben, dass ich keine Ahnung von Hunden habe und wie soll ich das machen und es geht gar nicht und ich habe zu der Zeit auch alleine gewohnt. Also es war eigentlich unvorstellbar. Aber am zweiten Tag habe ich mich dann in ihn verliebt, weil er das erste Mal seinen Kopf auf meinen Bauch gelegt hat und gewinselt hat. Und dann dachte ich mir, der gehört zu mir. Geplant war es anfangs nicht, Videos von Canelo ins Netz zu stellen. Das kam eher zufällig. Also mein erstes Video habe ich hochgeladen. Da habe ich Canelo nach 4 Tagen beigebracht, auf Kommando zu essen. Und das habe ich in der Familiengruppe dann reingeschickt, das Video. Und meine Geschwister waren halt total erstaunt. Die haben sich halt gefragt, wie kann ich einem Rottweiler beibringen, auf Kommando zu essen, obwohl ich eigentlich gar keinen Plan von Hunden hatte und mich eigentlich nicht von Hunden interessiert habe. Ja, und dann habe ich das reingeschickt und dann war TikTok noch, also es ist schon in die Trendrichtung gegangen, aber ich habe es halt gar nicht gefeiert. Also ich dachte, das ist eine Kinder-App, das benutzen nur Kinder und habe mich halt geschämt, da irgendwas zu machen, ehrlich gesagt. Und da hat mein Bruder das Video genommen, mir einen Account gemacht und das Video hochgeladen und dann hat es nach 10 Minuten 500.000 Aufrufe gemacht. Schnell sah er darin das Potenzial. Mittlerweile hat er sich zusammen mit Canelo eine Marke aufgebaut. Seit 2021 macht er Social Media hauptberuflich und kann gut davon leben. Aber wie sieht eigentlich der Job des Influencers bzw. Petfluencers aus? Er ist auf jeden Fall nicht so anstrengend wie jemand, der auf dem Bau arbeitet oder der 8 Stunden konstant wirklich auf der Arbeit sein muss. So. Deswegen. Man kann sich eigentlich nicht beschweren, ein Influencer zu sein. Natürlich hast du da ein bisschen mehr andere Kopfschmerzen zum Beispiel. Du hast Druck, musst immer Content liefern, du musst immer die Leute auf den Laufenden halten. Du musst immer präsent sein, du musst immer was Neues bringen, du musst immer ein Gesprächsthema sein, weil Influencer zu sein kann auch von heute auf morgen auch keiner sein, so, weißt du? Weil irgendwann bist du uninteressant, deswegen musst du immer so eine Linie haben, man muss immer weiter oben gehen, dann wieder normal. Es darf nie bergab gehen, weil sonst ist es ganz schnell vorbei. Mit dem Erfolg kommen nicht nur Fans, sondern auch negative Erfahrungen. Viele haben die Adresse des Petfluencers ausfindig gemacht. Während es manche vielleicht nur gut meinen und Geschenke für Canelo vorbeibringen, grenzen einige Aktionen an Belästigung. Wetten wir, irgendwelche Zuschauer klingeln die ganze Zeit bei mir, wie immer, wie jedes Mal. Schau mal, Canelo, wer ist da? Soll ich dich rauslassen? Hä? Ist da Canelo, hä? Hä, wer ist da? Hä? Hör mal auf, Mann, Alter, was willst du eigentlich, Digga? Digga, ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst, Digga? Aktionen, die durchaus den Alltag des Petfluencers beeinträchtigen. Ja, also Angst wegen mir habe ich gar nicht, weil wenn ich mal einen in den Finger kriegen würde, dann ja, würde ich es nie wieder machen. Aber ich habe schon sehr, sehr Angst wegen Canelo. Ich lasse Canelo auch unterm Tag alleine hier nicht. Also ich lasse ihn alleine nicht draußen. Nur wenn ich zum Beispiel hier chille oder mit ihm zusammen bin, dann passt es. Aber alleine lasse ich ihn nie. Es gibt ja verrückte Menschen auf der Welt und die können ja irgendwie einen Giftköder hier reinschmeißen. Irgendwie eine Wurst mit Nadel oder Rattengift oder was auch immer. Und dann ja, schaut schlecht aus.
Durch die immense Reichweite nimmt Spettim eine gewisse Vorbildfunktion ein. Allerdings genießt er diese mit Vorsicht. Es gibt tausende von Sachen, die ich falsch mache, 100%, weil man lernt in der Hundeerziehung einfach jeden Tag neu dazu. Und ich sage jedes Mal in meinen Videos, jedes Mal sage ich wirklich in meinen Videos, ich bin kein Vorbild für die Hundeerziehung, bin ich nicht. Canelo ist mittlerweile wie ein Sohn für Spettim. Eine Liebe zwischen Mensch und Tier, die wohl anfangs niemand vermutet hätte. Derzeit arbeiten die beiden an verschiedenen Projekten, um ihre Marke weiterzuentwickeln.